Ein flauschiges Hallöchen, ihr Süßen, und willkommen zurück zu Green Hell, singt er noch. Ja, okay. Er singt immer noch. Ich habe nicht geladen, wir sind immer noch im alten, bekannten Spielstand. Und wir gucken da jetzt einfach rein. Wenn wir sterben, kann ich es immer noch... Müsse. Wenn wir sterben, kann ich es immer noch schnell durchgehen und... Ja? Okay. Das ist ein bisschen weird. Ich wollte eigentlich das Ding wegstecken. So. Probencontainer, ein Stock. Ich pack den mal ein, damit der hier nicht rumliegt. Was ist hier hinten? Eine Dekontaminationsdusche oder Dekontaminierungsdusche, wie es heißt. Dekontamination. Okay, die funktioniert also noch. Was werden wir hier finden? Blutprobe. Ein Gegenstand erforderlich. Hockt vielleicht deswegen der freundliche Indie oder hinten, weil ich ihn umbringen soll? Ist das vielleicht der Grund? Dr. Smith, Report Number 27. Observations on Guanabana. A small tree in the Anonaceae family. Yellow and green heart-shaped flowers. Oval fruits, up to 12 inches long, weighing on average 2.2 pounds. Covered in dark green skin with soft prickles. White, creamy flesh with black seeds. Distinctive characteristics? Very tasty. I've collected samples of fruits, leaves, and bark. As with many other species, the natives use the guanabana fruit to make anti-parasite brews. I must repeat some tests to be sure, but so far, the evidence for antiviral, antibacterial, and even anti-depression properties is... very promising. I'm not sure if I should get our hopes up, but some of the plant substances can even destroy cancer cells. I want to keep my professional cool, but for the first time, I feel that we are actually close to discovering what we're looking for. Out of all the potential samples studied so far, I recommend conducting a thorough analysis on Guanabana first. End of report. Ich wollte schon sagen, wir kennen die Früchte. Wir haben die schon eingesammelt und gegessen. Das sind diese stacheligen, ja, der eben gerade beschrieben, stacheligen grünen Früchte. Die antibakteriell wirken. Haben wir hier drin? Da sind Schnecken drin, Apfelschnecken. Keine Ahnung, was das da unten ist. Ein Papageientoter. Da sind eine Spinne, das andere ist, ich habe keine Ahnung, eine gammelige Banane? Ist das eine gammelige Banane? Ah nee, das sind Egel. Entschuldigung, das sind Egel da oben und da unten ist es... Ich habe keine Ahnung, was das da unten darstellen soll. Also hier Apfelschnecken, ein Egel, Spinne, Papagei, keine Ahnung. Sehe ich beim besten Willen nicht. Und was da vorne drin ist, kann ich auch nicht erkennen. Da wurde... Ich weiß nicht, was da zerlegt wurde. Das sieht eklig aus. Dr. Smith, Report Number 26. Observations on Quassia amara. A shrub from the Cimarubaceae family with compound inflorescence and small, long, intensely red leaves. Distinctive characteristics? Its flower contains chemical compounds. Quassin, among others, which make this shrub one of the most bitter plants in the world. The natives use it to make a brew for fevers and pain. Unfortunately, aside from this usage, I haven't found evidence of any other medicinal properties. Apart from its terrible taste, the plant doesn't have any other distinguishable features. Of course, a sample along with full biochemical analysis will be included in the nearest transport. End of report. Bitterholz hilft also gegen... Oh, im Kühlschrank sind, glaube ich, Blutproben. Bitterholz hilft also gegen Fieber. Okay, merke ich mir. Wir hatten schon mal Bitterholz, das habe ich dann letztlich weggeworfen. Was ist da? Ja, eine Spinne. Wunderschön. Was ist da drin? Ich glaube, das sind Pflanzen. Eventuell ist tatsächlich Bitterholz. Es ist alles sehr verwirrend hier. Vorne lag auch eine halb sezierte Schildkröte, das arme Tierchen. Ah, Brief. Oh Gott, der ist lang.
von Abteilung Feldforschung an Philip Smith ihre Beschwerde. Dr. Smith, uns ist bewusst, dass Dr. Higgins schwierig sein kann. Dennoch möchten wir Sie daran erinnern, dass jede weitere Forschung ohne ihn unmöglich ist. Das Ziel unserer Mission ist wichtiger als eventuelle persönliche Differenzen. Bitte beachten Sie auch, dass Dr. Higgins und seine Frau viel durchgemacht haben und dass sie dieser Stress negativ beeinflusst haben könnte. Wir glauben daran, dass sie in der Lage sind, die professionelle Zusammenarbeit im Lager aufrechtzuerhalten und dafür sorgen, dass Dr. Higgins seine Pflicht weiterhin gewissenhaft ausführt. In der letzten Lieferung waren 2 Proben beschädigt. Bitte sorgen Sie dafür, dass der Verpackungsprozess verbessert wird. Jedes Exemplar muss separat verpackt und vor unkontrollierbaren Bewegungen, Entsiegelung des Behälters, Kontamination sowie Sonnenlicht geschützt sein. Zusatzprozedur: Neben den 2 üblichen verpackten Proben müssen ab sofort 2 weitere eingefroren werden. Einer ihrer Mitarbeiter hat vor dem Abflug zu prüfen, ob sich der Kühlbehälter versiegelt und gut gesichert an Bord befindet. Wir dürfen keine Proben verschwenden. Das würde ich aber auch sagen, dass Jake und Mia viel mitgemacht haben und dass es da ein bisschen verständlich ist, wenn er ein wenig, ja, ich sag ja, besorgt ist. Sample, burn home, do not touch. Cassia amera, Guanabana, Banisteriopsis, Psychotriaviridis. Das sind die Sachen, die wir brauchen für unser Ayahuasca. Jetzt haben wir wieder daran erinnert, nämlich. Hier haben wir Blutproben. Kann ich den wieder zumachen? Nein. Habe ich hier unten noch irgendwas drin? Oder ist das einfach nur ein Kühlschrank, damit ich einen Kühlschrank habe? Na dann, wollen wir doch mal. Okay, so this goes here. Now I just need the right sample. Sir Test Sample. Was für ein Test Sample? Habe ich den Brief hier gelesen? Nein. Doch, nein. Okay, nein, haben wir nicht. Proben. Wir erinnern Sie an Ihre Pflicht, sämtliche unbekannte Spezies aus Flora und Fauna zu untersuchen. Mit dem letzten Transport erhielten wir nur eine Handvoll Proben der Flora. Bisher wurden nur 3% der im Dschungel existierenden Spezies auf ihren Nutzen geprüft. Wir erwarten in Zukunft mehr Pakete. Die Prozedur bleibt unverändert. Sammeln Sie 2 Proben jedes Exemplars. Das erste wird vor Ort untersucht, das zweite wird gut gesichert verpackt und klar beschriftet per Flugzeug verschickt. Sämtliche Daten müssen im Katalog festgehalten werden. Schlamperei wird nicht toleriert. Den haben wir aber schon mal gehabt, den Text. Den hatten wir tatsächlich schon mal. Richtige Proben. Oh je, was sind denn die richtigen Proben? Kann es sein, dass ich hier tatsächlich den Indio, dass ich tatsächlich den armen Schädelkrieger schlachten muss? Ich will das gar nicht. Okay, dann brauche ich jetzt doch wieder meinen Bogen, denn okay. Oh, das wird furchtbar. Dann gehen wir mal wieder raus und gucken, ob der noch da ist. Ich würde jetzt am liebsten einmal neu laden, einfach nur um zu gucken, ob er dann noch da ist. Oder ob er weg ist. Denn die spawnen ja auch zufällig. Das heißt, wenn er hinterher weg wäre, dann glaube ich daran, dass wir ihn nicht unbedingt brauchen. Okay. So. Oh, jetzt sind wir überladen. Dankeschön. Was fehlt mir denn an Nährstoffen? Wasser. Und ich habe nicht mehr genug Pilze gegen Bakterien, oder? Na doch, doch, ich habe noch mal genug. Das heißt, ich kann jetzt auch mal zum Wasser gehen und mal ganz kurz hier so einen essen. Dann können wir wieder uns bewegen. Und jetzt muss ich leider, leider diese schönen Pilze essen. Und ich habe nicht mehr genug, um nochmal. Das heißt, ich sollte hier vielleicht einen Wassersammler aufbauen. Einfach damit wir im Endeffekt Flüssigkeit haben. Essen werden wir hier genug finden nach und nach, aber Wasser. Ich könnte versuchen, ob ich hier drunter ein Lagerfeuer machen kann. Aber ich würde tatsächlich gerne einen Wassersammler bauen. Ja, Bananenblätter. Das hätte ich doch ganz gerne. Und zwar hier vorne, wenn es irgendwie möglich ist. Wir brauchen dafür nur leider auch lange Stöcke, oder? Ja, 4 lange Stöcke. Ist ja kein Problem. Der hier könnte eventuell lange Stöcke abliefern. Also wir werden hier sowieso ein bisschen in der Nähe bleiben, fürchte ich.
Einfach schon, weil wir da vorne wieder so einen Pfad haben, wo wir durchkommen, nachdem wir eine Vision hatten. Das heißt, wir werden vielleicht diesen armen Indio da vorne, der da singt, unseren kleinen Sängerknaben, werden wir vielleicht ein bisschen ärgern müssen. Ja, warum fäll ich eigentlich nicht einfach dich, ne? Es kann übrigens sein, dass da direkt so eine Anisteriopsis drin ist. Ja, da ist eine. Dann brauchen wir tatsächlich nur noch... Da ist der andere lange, perfekt. Dann bräuchten wir tatsächlich nur noch... Wir werden danach kurze Stöcke brauchen, aber das ist kein Problem. Die sollten ja hier genug liegen jetzt. Ja, bitte. Noch kleine. Gerne alles, was ich finden kann. Ablegen kann man den Quatsch immer noch. So. Wir haben kein Seil mehr. Das sollte sich aber auch einrichten lassen. Komm, hier gibt es doch bestimmt irgendwo ein Seil. Erstmal machen wir hier die Pflanze platt. So, das ist Psychotria, für die wir jetzt aber keinen Platz mehr hier haben. Wo ist die, meine Psychotria? Genau gesehen, dass sie hier irgendwo hingefallen ist. Wo ist meine Psychotria? Hier ist meine Psychotria. Ach, das zählt als Essen. Ja gut, dann gehen wir noch mal rückwärts ein bisschen, bis ich irgendwo hinkomme, wo ich das ablegen kann. Vielleicht erstmal hier. Da muss ich letztlich hin. Mal gucken. Ich will es einfach nur hier auf den Tisch legen, wenn es geht. Okay, geht nicht auf den Tisch. Komm, das muss doch auf den Tisch gehen, oder? Okay, warte. Wir kriegen es hin. Wir kriegen das hin. Wir kriegen es schön auf den Tisch. So. Da ist unsere Psychotria auf dem Tisch. Jetzt brauche ich noch ein Seil. Und ich glaube, da vorne finde ich dieses Banisteriopsis, oder? Oh, Bananen. Oh ja, gib mir bitte Bananen. Das sind keine Bananen. Gut, dann keine Bananen. So, ein paar Lianen. Dann kann ich meinen Wassersammler weiterbauen. Denn ich glaube wirklich, das Wichtigste ist erstmal, dass wir hier noch ein bisschen Frischwasser bekommen. Jetzt brauche ich Bananenblätter, die gab es hier aber auch zuhauf. Hier vorne zum Beispiel. Essen haben wir ja. Wir haben hier diese Militärration, die theoretisch übrigens auch Trinken enthalten sollte. Oder Wasseraufbereitungstabletten. Ja, soweit kenne ich mich tatsächlich mit diesem Quatsch aus. Es gibt ein paar sehr lustige Videos, wie Leute diese Bundeswehr und Militärration aus allen möglichen Ländern essen. Und nicht zuletzt habe ich einen älteren Bruder, der sowas auch schon mal mit angeschleppt hat. Deswegen weiß ich, was da ungefähr drin ist. Insbesondere aber werde ich da eben gleich... Ich glaube, wir müssen noch mal eine Schildkröte töten. Dann werden wir mal gucken, wo die ist, damit wir einen zweiten Panzer haben. Damit wir immer einen drunter stehen haben können. Für den Fall, dass ich über kurz oder lang vielleicht noch mal... Dass ich über kurz oder lang vielleicht doch noch mal ein Feuerchen hier machen muss. So. Dann können wir da schon mal unseren Schildkrötenpanzer drunter stellen. Dann darf der hier sammeln. Feuer würde ich gerne versuchen, hier unter diesem Vordach zu machen. Hier vielleicht einfach. Das müsste eigentlich auch gehen, oder? Und hier sollte es dann eigentlich trocken sein und vor Regen Naja, vielleicht nicht ganz... müssen wir das ganz kurz wieder abbauen. So, lass mal schauen. Hier. Also eigentlich, wenn ich es hier an der Ecke möglichst nah am Tisch mache, so nah wie möglich am Tisch. Na, jetzt. Da sollte es eigentlich gerade so noch unterm Dach sein. Hoffe ich. Okay, jetzt müssen wir die Schildkröte finden und leider... dahin raffen. Stöckchen schaden auch nicht. Ich brauche lange und kurze Stöcke. Quatsch. Dicke und dünne Stöcke ohnehin, damit wir unser Feuerchen machen können. Okay, ich laufe nicht auf Ingo zu. Ja, sogar ich höre da an Ingo.
Ich glaube, es ist unmöglich, da sowas nicht zu hören. Das. Der singt aber auch komisch. Ich frage mich, ob das tatsächlich eine Indiosprache ist. Oder so eine. Von einem indogenen Volk eine Sprache. Oder ob das halt echt einfach nur so gibberisch ist. So nach dem Motto, ist jetzt nicht wirklich irgendwas. Das würde mich sehr interessieren eigentlich. Immer noch nicht genug kleine Stöckchen. Das Gute ist wirklich, wir können hier schlafen. Wir haben hier einen Speicherpunkt. Wir haben hier alles, was wir brauchen. Ich könnte theoretisch sogar in einem der Zelte... Ja, vielleicht besser nicht nochmal. Ich könnte theoretisch sogar in einem der Zelte unsere Sachen wieder ablegen, damit wir hier besser sammeln können. Und hinterher wieder damit raus... Was ist da? Eine leere Dose. Und hinterher damit wieder rau abhauen. Wisst ihr? Also, dass wir einfach unsere Sachen da hinlegen, wenn wir dann in die Mitte zu dem Stein... Gott, hab ich mich gerade vor dem Pilz erschreckt. Dann zu dem Steinkreis gehen. Dass wir dann quasi... dass wir dann quasi unsere... dahin gehen, unsere Vision haben. Und nach der Vision aber auch wieder hierher zurückkommen, quasi, um unsere Sachen nochmal einzusammeln, bevor wir abhauen. Für den Fall, dass wir unterwegs einem freundlichen Kaiman begegnen, der uns Fleisch spenden möchte. Und wir sind schmutzig. Jake ist so schmutzig. Unartiger Junge, du. So. Ich untersuche mich im Zelt. Erstmal, ich brauche das gar nicht mehr. Ich bin doof. Wo ging es ins Zelt rein? Das war hier vorne doch irgendwo, oder? Doch, da vorne ist es. So. Dann wollte ich genau, bevor wir noch weiter geistige Gesundheit einbüßen, wollte ich gerne schauen, wo das Egelchen ist. Und am nächsten Tag, wir werden jetzt noch mal was trinken. Ganz viele Egelchen. Und am nächsten Tag werden wir einfach uns was zu essen machen müssen. Gezwungenermaßen, ich komme da nicht drum rum. Aber trinken wollte ich eigentlich heute noch. Danach legen wir uns mal hin, nur so ein bisschen. Was fehlt uns denn gerade? Protein. Habe ich noch Fleisch? Nee, ich habe kein Fleisch mehr. Doch, ich habe noch... Ah, okay. Ich sollte vielleicht doch jetzt schon Feuer machen. Warum ist denn hier gerade das... die FPS kurz so richtig runtergegangen? Da leckte es gerade ein bisschen. So. Also habe ich sowieso das Problem mit dem Rauch. Der ist... Okay, wir sind nicht mehr fit genug für Feuer. Ich sollte aber theoretisch noch, wenn ich mich hier hinlege, schlafe, sollte ich am nächsten Tag immer noch mein... Ich speichere erstmal ganz kurz. Ich kann aber auch schauen, ob ich nicht irgendwie wieder Energie herstellen kann. Erstmal irgendwie schnell schauen. Habe ich irgendwas, was uns Energie liefert? Energie 2. Reicht das vielleicht schon, damit ich jetzt wieder mein, damit ich doch noch mein Feuer anmachen kann? Kann das bitte genug sein? Wir haben zum Glück genug Blätter, aber ich fürchte fast, es reicht nicht. Bitch! Komm schon. Bitch! Okay, nein, es reicht nicht. Mist. Gut, dann gehen wir erstmal schlafen. Und schlafen einfach nur ein paar Stündchen. 20, ja, bis etwa Mitternacht rum. 1 Uhr nachts, vielleicht. Sollte unser Fleisch fast vergammelt sein. Aber der Typ ist immer noch da, der soll da sein. Oh, 11 Minuten nur noch, das ist aber jetzt echt schlecht. Benutzen bitte. Ich hätte früher aufstehen sollen mit ihm. Ja, jetzt mach das Ding an. Komm, wir haben es eilig. Und jetzt schnell das Fleisch. Was? Das ist mir jetzt kaputt gegangen. Das ist jetzt echt ärgerlich. Das ist unnötig vor allem. Okay. Jake, kein Fleisch für dich. Wir müssen erst die Schildkröte wiederfinden. Dann trink wenigstens was. So. Ich weiß nicht mehr, in welcher Ecke die Schildkröte war, aber ist ja auch egal. Hier dran war doch theoretisch... Nein? Okay. Wir hatten aber auch Bäume schon... Da ist nochmal Psychotria.
Wir hatten schon Bäume, an denen diese komischen Lianen dran waren. Ich weiß nur nicht, ob die hier drauf auf der Insel waren. Das sind diese besonders großen. Ich glaube, die hatten wir nicht hier. Außer vielleicht irgendwelche Mangroven hätten die. Nein. Mist. Okay. Wir müssen uns bald um Essen kümmern. Erstmal sammeln wir noch ein bisschen, bewegen uns wieder in die Nähe von, oh, wie nennen wir ihn denn? Ist okay, ich nenne dich schon Ingo. Sollen wir den töten? Ich speichere nochmal, falls wir sterben. Danach werde ich versuchen, ihm einen Pfeil in den Rücken zu schießen. Aber ich will wirklich vorher nochmal speichern. Das habe ich nämlich am Tag davor nicht mehr gemacht. Also bevor wir geschlafen haben, habe ich das nicht mehr gemacht. Das war hier auf dem Tisch der Kalender. Also, hier. Der Speicherstand, bevor wir das alles hier gefunden haben. War hier noch was? Ja, aber jetzt sind wir überladen. Ne? Sehr super. Macht aber nichts. Ich könnte ein paar Sachen essen. Das hier und Pilze. Solange wir gerade genug Energie haben und alles, beziehungsweise solange wir gerade sauber sind vor allem, kann ich hier die Sachen essen. Zwei verdorbene Pilze kommen weg. Den essen wir, bevor es schlecht wird. Jetzt haben wir da ein bisschen Platz. Und da ist nur noch 15 drin. Dann trinke ich das hier mal. Das könnte ich dann mit schmutzigem Wasser füllen, damit wir... Sag mal jetzt. Hier durch. Mit schmutzigem Wasser füllen, damit wir uns irgendwas kochen können. Ein Süppchen. Oder ein Tee oder sowas. Wo wir gerade dabei sind. Da vorne war das so ein Pilz. Den sammle ich jetzt einfach mal. Aus dem können wir nämlich auch eine ganz tolle Suppe machen. Falls sich nichts geändert hat. Es kann natürlich immer sein, dass sie irgendwas ändern, irgendwas anpassen, irgendwas schwerer oder leichter machen. So, nochmal speichern. Ja, ich bin furchtbar. Raus mit unserem Pfeil und Bogen. Und jetzt nähern wir uns mal Klein Haino. Wo ist er? Da ist er. Ich glaube tatsächlich, der soll da sein. Er ist vermutlich so gut wie tot oder so. Oh shit. Au, lass das. Wo ist der jetzt hin? Oh. Okay. Ich hab's geschafft. War. Nein, ich kann ihn doch nicht. Nein, mach das doch nicht. Nimm den doch nicht auseinander. Oh, ein Tukan. Ja, den sammeln wir bitte. Ich hab den zerlegt. Igitigit. Und da sind, okay, Knochen. Knochen nehme ich gerne mit. Das Menschenfleisch würde ich eher nicht so. Okay, die Knochen will ich aber wirklich mitnehmen. Ah, das ist eklig. Und es ist so dunkel. Und was fehlt uns eigentlich? Wir haben bestimmt... Oh. Oh, ja, ich brauche ganz dringend. Nee, bleib da mal so drauf, bitte. Tabakverband, mal ein Ascheverband drauf vielleicht. Haben wir noch mehr Verletzungen?
Oh ja, noch mehr. Dann machen wir da einfach mal einen Funkienverband drauf. Mal gucken, welches sich entzündet und welches okay bleibt. Wir sind wunderschön dreckig. Das heißt, bevor ich jetzt hier irgendwas einsammle, gehen wir erstmal kurz waschen. So. Irgendwas wird sich davon garantiert entzünden. Aber wir wissen jetzt zum einen, dass Bitterholz, also jetzt auch vom Spiel aus, dass Bitterholz gegen Entzündungen hilft und Fieber. Und außerdem haben wir immer noch Medikamente. Das heißt, wir sollten okay sein. Außer, dass wir ziemlich an Leben eingebüßt haben. Was da, glaube ich, Pfeilgiftfrösche sind, die ich echt nicht einsammeln sollte. Oder bist du eine Kröte? Es kann auch sein, dass ich eine Kröte ist. So, ja, natürlich hat sich irgendwas entzündet. Was hat sich denn entzündet? Welche Seite? Die hier? Beide? Okay, die Seite hier hat sich entzündet. Das heißt, wir schmeißen hier einmal lecker kleine Maden drauf. Und dann brauchen wir danach bitte nochmal... Wir haben keinen Funkienverband. Egal. Wird schon irgendwie hinhauen. Wir werden es überleben. Oder wir können einfach nochmal laden. Ich werde den Spielstand jetzt nicht überspeichern oder so. Ich glaube, ich brauche auch Menschenfleisch. Ganz ehrlich, ich glaube einfach, ich muss das Zeug mitnehmen. Und da als Probe reinlegen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Deswegen, ich gehe immer ganz kurz hier vor. Dann einmal schnell hier rein. Und dann lassen wir einmal ganz kurz hier einen Teil von unserem... nee, die Maden wollte ich eigentlich behalten. Auch wenn es eklig klingt. Aber ich wollte hier die Militärration das und das mal fallen lassen. Das können wir nachher braten. Und ich wollte auch hier ganz gerne Knochen, Knochen, Knochen und Knochen rauslegen, damit wir eben von dem geschlachteten... Oh Gott, wir fallen gleich um. Bett. Wenn wir jetzt sterben, dann wissen wir, dass wir nochmal speichern werden. So, Fieber sollte weg sein, so gut wie. Und wir haben jetzt eine wunderschöne, frische Wunde. Nein, geh da drauf. Und jetzt mach hübsch den Ding auf. Ich mache einen normalen Blattverband drüber. Wird schon funktionieren. Und wir haben nochmal irgendwas. Oh, das hat sich auch entzündet. Ja, super. Na, supi. Bitteschön, dann frisst halt hier dran auch noch. Habe ich noch mehr? Okay, jetzt aber. Also wenn es nicht hier funktioniert hat, wenn wir jetzt daran sterben sollten oder es zu fies ist, dann probieren wir es einfach nochmal. Jetzt muss ich aber erstmal kurz unsere Sachen hier finden. Das Fleisch und alles. Was das ist, weiß ich nicht mehr. Da vorne müsste es irgendwo sein. Wo ist denn das jetzt? Wo war denn jetzt unser Fleisch? Unsere Knochen? Stein? Oh, oh. Finde ich das jetzt etwa nicht mehr? Das wäre aber ganz schlecht. Da ist es, Gott sei Dank. Knochen. Leckeres Menschenfleisch. Yam, yam. Es kann sein, dass wir gleich, ich wollte es gerade schon sagen, überladen sind wegen dem ganzen Zeug. Okay. Wir gehen langsam zurück. Und dann schauen wir mal. Ich werde auf jeden Fall auf einem anderen Spielstand speichern gleich. Ich würde auch erstmal erst weitermachen, wenn wir wissen, dass wir überlebt haben. Also sprich, dass wir nicht nochmal irgendwie krank sind, nicht nochmal Fieber haben. Notfalls müssen wir sonst wirklich gucken, dass wir eventuell, ja, den Eingeborenen töten, bevor er uns tötet. Das heißt vielleicht zwei, drei statt zwei Pfeile. Ich denke, das würde schon reichen. Komm schon, lauf, Jake. So, trink was. Dankeschön. Was fehlt uns denn jetzt eigentlich? Uns fehlt vor allem Protein. Eher zu doof, dass ich da jetzt nichts gegen tun kann, denn ich werde garantiert keinen Menschen essen. Das Feuer ist ausgegangen inzwischen, oder? Ärgerlich.
Jetzt müsste ich streng genommen neues Feuer machen, was ein bisschen schlecht ist. Aber ich habe keine Wahl. Ich habe eigentlich keine Wahl, ich muss nochmal ein Feuer machen. Außer natürlich, ich esse einfach... Oh, hier, du. So. Es scheint so, als hätten wir tatsächlich unsere Wunde überstanden. Die hier ist weg. Da sind noch Maden dran. Ich würde das jetzt ganz gerne so haben, dass wir da was drüber packen können. Kann ich hier jetzt nicht einfach schon mal mit den Maden... Okay, jetzt können wir. Jetzt wüsste ich eben zu gerne, ob es reicht. Ob sich das jetzt nicht wieder entzündet. Ansonsten, ich kann auch einfach nochmal versuchen, das über Nacht... Also, dass wir einfach nächstes Mal probieren, ob es funktioniert. Wenn nicht, laden wir den Spielstand wieder, den ich gleich anlegen werde. Oder wir bleiben bei dem, denn natürlich geht es uns jetzt auch nicht gut. Wir müssen jetzt erstmal wieder alles auffüllen. Und ich würde jetzt... Fehlt mir noch was? Immer noch Proteine. Eigentlich müsste ich mir... Ja, ich muss nochmal eine Feuerstelle neu machen. Ich hoffe, die ist hier nicht wegen Regen ausgegangen, sondern einfach nur wirklich, weil das Feuer abgebrannt ist, weil ich mich nicht drum gekümmert habe. Wie auch, wenn wir fast sterben, ne? Aber ich glaube tatsächlich... Ich bin inzwischen sehr, sehr sicher. Also hinten und vorne nicht reichen mit den... Ein Stock! Ein Stöckchen fehlt noch. Dann können wir es versuchen. Dann können wir eigentlich nochmal ein Feuer machen. So, jetzt kann das schon wieder nicht laufen. Also rennen. Aber ja, das ist okay. Dann können wir mal probieren, ob wir das jetzt hinbekommen. Wäre das denn okay, dass wenn wir jetzt nochmal eine Entzündung haben, dass ich dann einfach lade? Ich hoffe, das wäre in Ordnung. Denn es ist einfach immer sehr anstrengend, wenn man die ganze Zeit irgendwie so einen halbtoten Jake hat. Ich hoffe, das Feuerbrett reicht noch. Brauche noch bald wieder trockene Blätter, weil ich so viele verschwendet habe. So. Dankeschön. Dann haben wir das hier drauf. Dann hätte ich hier jetzt bitte gerne einmal das, nicht das Menschenfleisch, sondern das andere hier. Das rohe Menschenfleisch müssen wir nachher ausprobieren, was wir damit machen können. Ich bräuchte eigentlich noch eine zweite... Ja, ist eigentlich egal. Ich nehme jetzt da vorne was zu trinken. Wir brauchen ganz dringend Flüssigkeit. Und ich kann das Ding nicht mitnehmen. Dann lassen wir es eben hier. Dann lassen wir es eben hier stehen. Ich würde jetzt noch das Fleisch essen, bevor es schlecht wird. Und dann würde ich tatsächlich speichern gehen. Und wir haben es überstanden. Gott sei Dank. Das heißt, wenn ich jetzt nicht komplett halb tot bin, dann speichere ich jetzt. Und das nächste Mal gucken wir einfach. Ich brauche aber eine neue Rüstung, oder? Sehe ich denn irgendwo, wie viel Dings meine Rüstung noch hat? Wie viel Leben? Wie viel Prozent? Ich glaube nicht, oder? Die ist kaputt und die ist kaputt. Wir müssen auf jeden Fall mindestens zwei ersetzen. Okay. Dann würde ich sagen, stick da? Kohle. Ja, die sammeln wir nachher ein. Oder, wobei, wir könnten da jetzt gleich schon einmal Kohle drauflegen. Einfach, weil wir zu viel Kohle haben. Bitteschön. Und dann lege ich mich jetzt noch einmal schlafen, nachdem wir das Fleisch gegessen haben. Wir speichern. Und dann gucken wir, dass wir am nächsten Tag vielleicht so Knochensüppchen und alles machen. Das sollte eigentlich gut gehen. Also, uns geht es ein bisschen besser. Das Fleisch sollte reichen, wenn ich 4-5 Stunden schlafe. Dann sage ich jetzt einfach mal vielen Dank dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen. Oder wir müssen jetzt auch nicht schlafen, wir können auch einfach nur speichern. Macht euch noch einen flauschigen Tag, ihr Süßen, und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, wenn wir gucken, ob wir tatsächlich Menschenfleisch als Probe brauchen. Wenn nicht, dann ja, haben wir umsonst gelitten. Also, bis dahin. Bye, bye.